ist Donnerstag, der 29. März. Noch eine Woche und zwei Tage bis zur Vorstellung, bis zur Präsentation. Vorgestern wollte ich mich mit meiner Betreuerin treffen. Das hat dann nicht geklappt, aber dann haben wir gestern telefoniert. Ich habe ja auch die Einladung geschickt zur Präsentation plus zweieinhalb Seiten meines Theoriekapitels. Es ist nicht gerade viel, aber trotzdem, ich habe was abgegeben. Damit bin ich safe jetzt, um diese Ausstellung hier zu machen. Und, sie feiert es, sie findet es toll, eine super Arbeit, super Idee. Und jetzt bin ich seit gestern wieder im Film hier. Es macht Spaß. Guckt euch das an. Ich habe hier diese Seite weiter gemacht. Das ist die Developer Speak, nenne ich es. Das heißt also der Wohnungsentwickler, Wohnungsbauer Talk. Ja, ich habe mich hier auf zwei Publikationen bezogen. Die hatte ich schon analysiert. Das ist zum einen so ein Completing London Streets Text von Private Developer Savills. Die präsentieren hier ihr Konzept, wie man Sozialwohnungsbausiedlungen niederreißen soll und durch Straßen ersetzen. Deshalb heißt es Completing London Streets, was natürlich so präsupponiert, dass London Streets nicht komplett sind, wegen den Council Estates. Ja, dann anschließend dann City Villages von so einem Think Tank. Da habe ich wieder Zitate angenommen. Ich habe hier noch ein bisschen Platz gelassen. Da werde ich dann noch nebenan noch ein paar Kommentare einfügen und so. Jawohl, hier geht es dann eigentlich um, das ist dann die Housing Bill, wie die Housing Bill dann nicht nur auf London-Ebene, sondern auch nationaler Ebene eine Aufwertung dieser Council Estates hervorrufen soll. Ja, genau. Auf der anderen Seite habe ich gestern die Reflexion über Affordable Housing im Mediendiskurs aufgeklebt, weil die Analyse habe ich sehr früh schon gemacht in meiner Recherche. Es war zentral, es war interessant gestern, dass ich, weil sicher zwei Jahre dazwischen liegen, wenn nicht mehr, als wo ich diese Textausschnitte gesammelt habe, war es mir viel, also ich habe gesehen, so, ah, okay, das ist, was die hier machen. Am Anfang habe ich nur gedacht, ah, okay, gut, sie verwenden Adverben, sie sagen, ja, it's the government's definition und so weiter, aber jetzt mit dem Konzept von Metapragmatics kann ich ganz klar sagen, ja, es sind Positioning Strategies, es sind Stance Adverbials und so weiter, also ich kann das benennen, ich habe die Begriffe dazu, das Werkzeug, um damit zu arbeiten, das ist sehr schön, das freut mich. Jetzt hier am Boden, sind Fotos, die ich gemacht habe an den zwei Demos, wo ich war und sonst so von der Zeit in London. Ich bin noch am Überlegen, wie ich das Ganze jetzt weiterziehen kann hier und vor allem diese Seite hier mit einbeziehen. Muss ich noch überlegen, habe ich noch keine Antwort, aber das wird schon. Ich freue mich, jetzt ist Ostern, alle Leute sind weg, machen Urlaub. Ich bin hier und bastle an dem Ding weiter. So läuft's. Allahop. Tschüss, auf Wiedersehen.